Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Spiel auf meinem Kanal, nämlich zu Reigns. Ja, ich muss dazu sagen, dieses Spiel habe ich bei einem meiner liebsten YouTuber, bei Steinwallen, entdeckt. Danke für schöne Stunden, die du uns allen, deinen Zuschauern damit gezeigt hast. Und nachdem ich das so sehr gemocht habe, als es du uns präsentiert hast, dachte ich, dass ich das jetzt auf jeden Fall mir auch hole und euch präsentieren möchte. Ihr dürft jetzt hier kein komplexes Strategiespiel erwarten, sondern eher ein kleines Spiel für zwischendurch. Ein, ja, ich würde mal sagen, Point-and-Click-Spiel, wo es ein bisschen um Geschichten geht und wo relativ einfach gestrickt ist, aber meiner Meinung nach dafür, dass es so einfach ist und auch nur sehr wenig Geld kostet, doch einen gewissen Spaß mit sich bringt. Ich werde das einfach hin und wieder einbauen. Bitte erwartet jetzt hier kein regelmäßiges Let's Play, wie vielleicht bei anderen Spielen, wo ich wirklich versuche, in, was weiß ich, allen 2 bis 3 Tagen ein Video hochzuladen. Reigns werde ich einfach spielen, wenn ich Lust dazu habe und dann immer ein Stück weiter kommen, denn ich möchte euch das Spiel gleich mal erklären. Man fängt hier an im Jahr 603 mit einem König, in dem Fall mit Georg. Und ja, wir fangen halt so zu sagen mit 0 Jahren an. Und dann geht das Ganze immer weiter. Wir spielen mit unserem König und müssen Entscheidungen treffen. Irgendwann stirbt dieser König und wir spielen mit dem nächsten König. Und wir müssen auch Missionen erreichen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel. Und so schreitet das Ganze voran, Stück für Stück, hunderte von Jahren. Und ja, ich würde sagen, wir entdecken das Ganze jetzt mal. Reigns möge beginnen. So, seid ihr der junge König? Auch sehr verwirrend, dass links nein ist und rechts ja. Also, ja, wir sind der junge König. Ihr habt mich also vom Thron verdrängt und für alle Zeiten in dieses Verlies geschickt? Nein. Nun, jetzt habt ihr den Schlamassel am Hals. Viel Glück damit. Die sind alle ziemlich verrückt, wisst ihr? Wer? Versucht einfach ein Gleichgewicht zwischen den 4 Mächten zu wahren, um euren Kopf zu behalten. Ah, die 4 Mächte meint er hier oben. Ja. Der Geist sieht euch nachdenklich an und verschwindet. Ihr kehrt in den Thronsaal zurück. Alles klar. So, wir sind jetzt hier in Jahr 1, 604. Und wir sehen hier oben diese 4 Mächte, die er beschrieben hat. Der Klerus, das Volk, das Militär, ja. Und ich sage jetzt mal unser Geld. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier Cedric, der Vollstrecker. Ich mag Boone nicht. Er ist ein winselnder Lügner. Das ist natürlich auch... Ja, wir kennen diesen Boone ja gar nicht. Als wenn wir hier ein Nützlicher sagen, passiert anscheinend nichts. Und wenn wir sagen... Ihr habt recht. Dann wird das eine Auswirkung haben auf das Volk. Schwierige Entscheidung. Ja, wir kennen diesen Boon nicht, deswegen sagen wir mal aber ein nützlicher. Und bei jeder Entscheidung kommen wir ein Jahr voran. Unsere erste Mission ist, glaube ich, genau hier unten rechts, regiert mindestens 5 Jahre. So, die Nachricht lautet, glaubt dem schwarzen Vogel nicht, alles Schwindel. Ja, manchmal gibt es hier nur so lustige Entscheidungen, warum und ich. Warum? Die Nachricht lautet, Pion ist eine Marionette übler Leute, leider. Warum? Du kleiner Gauner, ich rupfe dich eine Feder nach der anderen. Warum? Ja, versuch's doch, mein süßes, kleines, weißes Täubchen, versuch's doch. Ho oder he? Beide Vögel sehen euch an und bemerken endlich eure Anwesenheit. Ha, gut gemacht, flatternder Dämon. Ganz toll, jetzt weiß er's. Nein. Die ganze Zeit, in der ich sorgsam meine mächtigen Botschaften geschrieben habe, alles vergebens. Nein. Ja, ich bin der wahre Verfasser der Botschaften, aber hättet ihr einer Taube geglaubt? Ja. Hört nicht auf ihn. Ich habe bewiesen,
Ich habe Beweise, dass er nicht mal in einem Nest der Burg geboren wurde. Nein. Alles Täuschung und Betrug. Ihr habt die Wahl, mein König. Nur ein Vogel kann bleiben. Welcher? Du. Der Entscheider. Wählt schwarz oder weiß. Ah, schön. Georg der... Oh, Leute, wir sind Georg der Entscheider geworden. Jeder König kann hier so einen Beinamen bekommen. Schön. So, wir möchten für die Bildung des Volkes sorgen und eine Schule in der Hauptstadt errichten. Ja, gut, das kostet natürlich Geld und bringt Klerus und Volk. Wenn wir es nicht tun, verlieren wir wahrscheinlich bei beidem. Wir machen mal ja. Die zwei Sachen sind höher geworden und hier das Geld natürlich niedriger. Ein Schiff steht unter Quarantäne. Es könnte die Pest an Bord haben. Soll der ganze Hafen unter Quarantäne? Na, es kostet nochmal Geld, aber wir sagen mal lieber ja. Jetzt haben wir Geldprobleme. Ich bin Schwester Julia, Direktorin der neuen Schule. Helft uns, die jungen Seelen zu fördern. Nein, wir haben leider kein Geld. Und wir haben 5 Jahre regiert und damit die erste Mission geschafft. Sehr gut. Die Händler möchten eine neue Gilde gründen und entsenden ihre Vertreter an den Hof. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was uns hier Geld bringt. Ich glaube eher ja, dass uns Geld bringt. Ja, wusste ich's doch. Sehr gut, jetzt haben wir wieder Geld bekommen. Das Vieh stirbt an einer Seuche. Tagtäglich mehr. Helft euren Bauern, sie einzudämmen. Nein, wir haben leider kein Geld. Da, das war eine Lüge und ihr habt sie nur zu gerne geschluckt. Gut gemacht. Das ist der Trick der Vollstrecker. Ich weiß zwar nicht, was er meint. Nein. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. General Covington, ihr müsst mehr Soldaten rekrutieren. Die sind beide relativ niedrig hier. Aber ich finde Geld immer wertvoller, deswegen sagen wir mal nein. Die Minen sind voller Gold, Majestät. Ja, wir sind reich. Oder ich bin reich. Da hier das so niedrig ist, würde ich sagen, wir sind reich. 10 Jahre haben wir schon regiert. Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Rettet die Opfer. Verhindert Plünderungen. Verhindert Plünderungen? Jawohl. Leute, das Volk ist jetzt sehr erbost. Eure Festung ist zu schwach, wir sollten einen neuen Turm bauen. Nein. Ich glaube, wir sagen mal ja. Euer Königreich ist arm und schwach. Ein wohlwollender Freund von mir möchte euch helfen. Kostenlos, Meister Vaujan. Das hat sicherlich seinen Preis, aber wir sagen mal ja. Eure Truppen erhalten zu wenig Sold. Bitte bezahlt sie angemessen und pünktlich. Ja. Die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Nein. Die Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet und gefährlich für Reisende. Wir sollten es säubern. Ich denke ja, denn wenn wir Nein sagen, könnten wir hier mit dem Volk Probleme bekommen. Getreide ist derzeit sehr billig, Majestät. Ihr solltet den Brotpreis anpassen. Hebt ihn leicht an. Verdoppelt ihn. Ne, wir heben ihn leicht an. Gibt uns ein bisschen Geld. Die Kirche befindet sich in einer Krise. Erzbischof von Grebo. Ihr müsst unsere Religion reformieren. Natürlich. Moment, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ich bin hier katholisch. Cedric, der Vollstrecker, ist ein fauler Heuchler. Ach, das ist dieser Boon. Ich mag ihn nicht. Ja. Majestät, ich bin Meister Vaujan, Leiter der Händlergilde. Bitte nehmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ich lasse mich nicht bestechen. Oh ja, doch, wir lassen uns gerne bestechen für ein bisschen Geld. Cedric, der Vollstrecker, ist ein fauler Heuchler. Ich mag ihn nicht. Ja, das haben wir schon mitbekommen. Ist in Ordnung. Oh, der Alte. Wir regieren mindestens schon 20 Jahre. Sehr gut. Georg der Alte. Wir waren mal Georg der Junge, jetzt sind wir Georg der Alte und davor waren wir noch was anderes. Die Nonnen eines Klosters haben begonnen, wie Katzen zu miauen. Das breitet sich ins Dorf aus. Was geht mich das an? Die Nonnen miauen noch lange, schließlich erklärt die Kirche sie zu Ketzerin und brennt das Kloster nieder.
Oh je, die armen Nonnen. Wie es scheint, gefällt mein Rat euch nicht. Ihr wisst, wer über Menschen und Königen herrscht. Ich bereue. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja. Oh, Sir Henry. Was? Ihr seid beraubt worden. Eine kühne Bande hat die Schatzkammer angegriffen. Freunde von euch? Sir Henry streitet es vehement ab. Letztendlich verrät er seine Komplizen jedoch und ihr findet die Hälfte der Beute. Ah, okay. Majestät, wir sollten uns am Burgfenster zeigen. Das Volk möchte uns zusammen sehen. Königin Elizabeth. Jawohl. Ja, natürlich. Ein fremder Händler verkauft neuartige landwirtschaftliche Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Nein. Ihr macht einen Fehler, jetzt möchte der Händler euch kennenlernen. Ja. Prinzessin Lale? Überrascht? In meinem Land sind Frauen keine geistlosen Schnecken, so wie an eurem Hof. Willkommen? Wir haben die Invasoren vernichtet. Es gibt viel zu plündern. Keine Plünderungen. Wir sollten Wallfahrten zum Grab des heiligen Armand einführen. Nein, die Kirche ist mir derzeit zu stark. Wir brauchen hier ein schönes Gleichgewicht, meiner Meinung nach. Pater Zenon, wir könnten ein Problem haben. Ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. Werwölfe? Wulfar. Werwölfe? Nein, ich glaube nicht. Bezeichnet es lieber als schlimmen Mangel an körperlicher Bewegung. Ja, lieber Wulfar. Nun. Keine Ahnung. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Ein Dorf im Süden fördert Polygamie. Wir entsenden die Kirche. Die Goldschmiede der Hauptstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Nein, das bin ich nicht. Königin Elisabeth wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht? Nein. Boon, durch neue landwirtschaftliche Methoden hatten wir eine bessere Ernte. Was soll mit den Einkünften geschehen? Teilen wir sie uns? Alles meins. Nein, wir teilen sie uns. Schaut mal, uns geht's ziemlich gut, finde ich. Die Königin des Südens bietet euch 40 Bücher an. Wir sollten eine Bibliothek aufbauen. Ja, dafür bin ich. Gur, anscheinend hatte der Vogel eine Botschaft, aber sie ist nicht mehr vorhanden. Unter dem Ton oder auf dem Fenster, Sims? Ich finde ein Stück zerrissenes Papier mit der Nachricht Bewahr. Okay, Bewahr. Diese Botschaft muss wichtig sein. Lasst mich ein paar Männer an die Grenze entsenden. Nein. Oh, es war eine wichtige Botschaft. Okay, Leute, wir haben eine richtige Fehlentscheidung getroffen. Invasionsheere stehen vor den Toren der Stadt. Unsere Armee ist zu schwach, um etwas zu unternehmen. Was? Der erste Tod, Leute. Ihr führt die letzten Reste eures Heeres an und sterbt auf den Stufen des Throns. Der König ist tot. Georg der Alte. So, wir haben jetzt hier Georg den Alten, 36 Jahre, eine schöne erste Regentschaft. Taten des Königs, der Alte, der Entscheider, der Junge. Oh, da gibt es einiges hier. Eieieiei, sehr vieles. Memento Mori. Hier, Tod durch das Schwert. Ah, wir können hier schauen, wie unsere Könige gestorben sind. Porträtgalerie. Ach, die Leute kennen wir schon. Den Diplomaten, den Priester, Königin, Adlige, der Vogel, der Bauer, General, Händler, Mönch, die fremde Prinzessin, der schwarze Vogel, der Geist, die Nonne, der Henker und der Werwolf. Die haben wir schon alle kennengelernt. Den Rest hoffentlich auch in Zukunft. Gut, dann würde ich mal sagen, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich würde sagen, einfach jede Folge ein König. Ist, denke ich, genug. Eine schöne kleine Folge, die man immer mal zwischendrin schauen kann. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wenn es der Fall ist, dann zeigt das doch bitte mit einem Like oder schreibt das auch sehr gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von Reigns sehen wollt.
Ich finde es auf jeden Fall klasse. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Reigns. Euer Gaius Julius Caesar.